Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Und das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Mit dabei ist wieder der Kill Bill. Na hallo. Und mit dabei ist auch die Mary. Hallo. Und Kill Bill, kannst du uns erklären, warum du jetzt hier ein Level Up bekommen hast? Weil ich... total crazy. Na, total crazy. Weil ich einfach cheate hier, merkst du doch. Ja. Hast du ein Action-Replay einfach mal aktiviert? Geschraubt. Hast du das gesehen? Was hast du? Agilität habe ich jetzt nach oben geschraubt. Oh ja, die ist wichtig für dich. Ja. So, geil. Wenn es nochmal ausruhen? Jetzt bin ich nicht nur stark und habe überpowered, also ich bin jetzt nicht überpowered, also habe auch... Ah, die Trick. Ich will mich ausruhen. Ich will mich ausruhen. Na, dann komm doch gleich, warte mal. Schlaf, schlaf. Da kommt gleich was, Jungs. Ihr braucht jetzt nicht voll Jungs. Ja, das hast du gerade eben auch gesagt. Ja, der kommt gleich. Ja. Oh, ein Zettel. Da ist nämlich die Reihenfolge. Buch des Blutes, Buch des Todes. Buch der Flüche, Buch des Todes. Das ist der Code. Blut, Tod, Fluch, Tod. Erst Blut und dann Fluch. Soll ich das wieder aufschreiben? Nö, das kannst du merken. Also, ich kann mir das nicht merken. Tod. Oh, wenn ihr euch das merken könnt, ist das ja okay. Also, merken wir uns einfach BTFT. Genau, BTFT. Bitte. Also, naja, egal. Haha, die böse Aura blockiert den Weg. Aber die böse Aura kann man aus dem Weg schaffen, mit denen wir. Oh, das nee, so schon mal nicht. Was soll denn das? Ich werde mich da reinstürzen, mir egal. Ich würde sagen, wir machen einfach BFT und so. BTFT. Genau. Buch des fucking Todes. Yeah. Oh, ein Level Up hier, ne? Wahnsinn, Junge. It's me. Mario. Ich bin so stark. Luigi. Fucking Zombie. Ich hau dir eine rein. Ich hau dir eine. Ich wummere dich, ey, ne, Junge. Ich verwumms dich. Mary, ich habe sie gerettet. Jetzt bin ich überstehen geblieben. Jedes Mal. Hä? Was denn jetzt? Ich denke, wir wollen speichern. Nee, machen wir doch gleich. Ja, machen wir doch gleich, ey. Wie weit müssen wir noch? Ach, nur noch eine Düne bestimmt. Ja, wir müssen noch bis das Buch noch machen. BTFT machen. Ja, aber wenn wir nach ganz oben klettern. Nein, pass auf, wir klettern ja nicht. Du wirst du gleich sehen, was da passiert. Naja. Wir machen das Buch und alles ist gut. Ja, und ich bin gleich tot. Nein. Aber du sagst, ja, wir speichern ja eh gleich. Bist du nicht? Glaubst du noch einmal mal? Nein. Ich glaube dir kein Wort. Ich hab eh keine Gegner. Oh. Jetzt BTFT. Buch. Des fucking Desktop. Todes. Das ist F, also. B. T. Na, no, das ist F. T, genau. Und jetzt siehst du den ultimativen Geist. Oder? Egal. Überall klicken, klicke die Klick. Hm, oh, Verzeihung. Oh, Logbuch des Kapitäns. Des Captains. Stopp. Oh mein Gott! Oh mein Gott! UFG! Ah! Was ist hier los? Oh, wieso wackelt? Guten Abend! Der Spanner! Meine lieben Jünger und Jüngerinnen! Tüdeling! Was willst du hier? Mataro! Hallo, ich bin Mataro, Experte auf dem Gebiet der paranormalen Aktivitäten. Yeah. Könnt ihr es glauben? Ich bin jetzt tatsächlich ein Geist. Wahnsinn. Und ich bin auf dem Geisterschiff. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Wenn ich den Leuten zu Hause davon erzähle... Oh, du musst das ausprobieren. Ich wollte ohnehin bald gehen. Hier, ich gebe es an dich weiter. Jetzt bist du ein Geist, haha. Ja. Hä? Das musst du ausprobieren. Du bist Geist. Was? So darf es nicht enden. Ich darf nicht sterben. Beruhige dich. Du bist nicht tot. Nur halb tot. Wie jetzt? Anscheinend hat er seinen Fluch auf dich übertragen. Cool. Um das Schiff verlassen zu können, musst du den Fluch an jemand anderes weitergeben. Kibbel. Ja, ich fresse. Wirklich? Nun schauen wir mal. Wer will, wen könnte ich... Schnell die falsche Kombination eintippen, da bin ich eingesperrt. Hey, komm zurück, es tut doch nicht weh. Oh ja.
Du hast doch hoffentlich nicht daran gedacht, deinen Freund hier zu opfern, oder? Nein. Deine Freunde, würde ich schreiben. Ja, würde ich auch sagen. Dein Freund. Der Ursprung des Fluches befindet sich irgendwo auf dem Schiff. Suchen wir danach. Was haben wir davon? Nun, wenn jemand mit mir tauschen möchte, dann ist er mehr als willkommen. Ja, nicht gestellt. Ich bin der fucking Geist und ich bin der Mary. Nee, bin ich der Kilbe? Ich bin ja gar nichts. Ich kann mich nicht bewegen. Nein, du bist der Mary. Nein, ich bin nicht der Mary. Ich bin ich. Ich bin ich. Ha, wie geil. Endlich kann ich mich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Jetzt kannst du mal gucken, wie man LP macht. So, Leute. Ich bin jetzt hier der Super-Kommentator und Kibbel verwandelt sich. Mary schlägt zu. Links, rechts. Der Zombie wurde besiegt. Der zweite Zombie wurde auch besiegt. Das ist echt ein super Mega-Kampf hier. Hier wird alles geboten. Heiße Nüsse, warme Erdbeeren und viele, viele Kämpfe. Ja, das ist schon der nächste Sieg und wir sehen ein Level-Up. Für wird sich nur Mary entscheiden. Sie schwankt zwischen Agilität und Vitalität. Sie kann sich noch nicht ganz entscheiden. Was wird sie wohl tun? Sie entscheidet sich für Vitalität. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben soeben ein Level-Up. Sie macht die Tür auf, die Truhe. Ja, und da auch ein Heilkraut drin. Also sie, wie geht's jetzt weiter? Kibbel, kannst du dich nicht mehr bewegen oder was ist hier los? Kibbel ist wieder abgeben. Kibbel ist vergiftet und Mary ist auch vergiftet. Oh mein Gott, werden es unsere Helden nur schaffen? Unglück, das ist nicht gut. Nicht gut. Ist ja nichts gut. Nicht gut. Mary setzt Bonbon ein. Ja, genau, ihr seid meine Pokémon. Los, Zombie, setze X-Lager ein. Nein, mach das, der Zombie macht es. So. Kill him! Okay, jetzt ausruhen. Bitte ohne Zombie. Ohne dich natürlich. Ich werde euch natürlich gerne den Gefallen tun und euch drei Zombies hier reinpacken. Herzlichen Tag. Oh, wie geil. Endlich, Speicher. Endlich. Warte jetzt mal oben hier. Kilby, Mary, hört ihr mich? Ich bin das Pick. Ich bin ein Geist auf diesem Schiff. Ihr müsst den Fluch lösen, damit ich wieder mitspielen kann. Also wir haben jetzt erstmal gespeichert, erstmal eine gute Voraussetzung geschaffen. Und jetzt? Jetzt müssen wir hier alles abgucken, in irgendeinem Raum war der dann. Okay. Wir wollten ja erstmal speichern, weißt du, erstmal so... Ja, das ist wichtig, vor allem weil wir nur noch zu zweit sind. Ganz genau. Das könnte ja auch jederzeit wieder ein Leck kommen. Ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Level 3, Gespenst! Boah. Kibbel macht hier eine Kickpunch. Kombo. Der ultimative Fresh-Atem. Vor allem ins Nirvana schlägt er. Naja, dabei das kannst du nicht mehr dann. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja, hier müssen wir hin, ich weiß. Nee, wenn du Gegner angreifen möchtest, solltest du auch zu denen hingehen. Ja, kauft euch mal Bonbons. Das Problem ist, sobald du Special machst, kannst du dich nicht mehr bewegen. Und da feuern vorher Gegner. Ja, dann musst du das Special gezielter einsetzen. Warte mal. Sicher, dass wir jetzt da rein müssen? Ja. Ihr müsst doch mal überall reingucken, oder nicht? Naja, ich würde rechts... Woanders rein? Ja, rechts wollte ich in die Tür mal rein, da waren wir nicht ganz selten nicht. Weil da sind wir ja kurz hergekommen. Oder? Täusche ich mich gerade. Kam ihr von da oben? Ja, ihr kam von da oben. Okay, dann geht zurück, dann müssen wir doch da zurück. Oder? Na, guck noch mal hoch von mir aus, aber ihr kam von da oben. Na, wenn wir von da oben kamen, brauchen wir nicht. Da guck, ist die Treppe. Also von dort oben kamen wir, sicher? Ja. Okay. Bin ich der Meinung. Wir müssen jetzt wohin, wo wir halt noch nicht waren. Und das ist quasi, von dort kam er. Die Tür ging runter. Das war der Typ. Das kann doch die sein, ja. Ja. Das kann es nicht sein. Kann nur. Ja. Klopp, klopp. Tja. Ich bin jetzt nochmal Glück. Ich könnte auch mal Zelda imitieren. Hilfe! Hilf mir doch! Ich bin im Verlies! Du musst den geheimen Eingang finden, Alter! Nein, du musst einen finden, der blöd genug ist, als Geist weiter zu leben. Aber ich glaube, wir sind genau auf dem korrekten Weg hier. Na toll. Warte mal, wieso ist das hier zu? Na, weil... Es ist zu! Oh mein Gott! Okay. Du bist dort. Aber hier, warte, dann müssen wir jetzt... Dann war es doch die andere Treppe, wir haben es gehört.
Dann war es immer nicht die Treppe, dann war es vor uns richtig mit rechts. Ah, oh Mann, ey, so haben wir aufgepasst. Ist halt so ein Labyrinthschiff. Verwirrt eigentlich. Ein Labyrinthschiff. Ah, oh, ich leg mich da mal hin. Ja, das wird die schönste Aufnahme für dich. Oh ja. Immer, ne? Und ihr Kaffee. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, deine schönste Aufnahme, die du je hatte. Da kann ich noch ein bisschen Facebooken nebenbei. Nein, bloß den Sturz wird ab. Genau. Und das wollen wir doch nicht. So, dann kann ich mal WhatsApp checken. Ist gerade was runter? Ja? Ich? Achso, ne. Hat mich nur jemand gefragt. Was? Hier ich war nicht laufen. Endlich sind wir hier mal richtig, ne? Könnte sein. Ja, oh ja, wir sind jetzt richtig. Das ist der einzige Weg, der noch gefehlt hat. Ich bin vergiftet. Deswegen Gegner umbringen. Hier waren wir auch schon. Warte mal, da ist der Fluch jetzt weg. Mal rechts. Ja, ja. Rechts war bis schlafen, naja, da war nichts mehr. Jetzt nämlich der Fluch hier weg und dann kommen wir ziemlich lang. Genau. Und da? Kann man aus dem Fenster gucken. Da. Was schaut da rein? Was steht da? Jedes Mal drin. Na. Was steht da rein? Zu neben ist etwas zu erkennen. Etwas schaut da rein. Ernst, wird die Knochen sein von der Großmutter? Hä? Was? Jetzt komme ich gar nicht mehr mit, du. Die Gebeine der Großmutter. Die Gebeine der Großmutter. Warte mal, hier gibt's eins, zwei. Ja, gehen wir nicht erst zu, oder? Ne, warte mal, erstmal gucken, wie viele Türen gibt's. Wir sehen. Eins, zwei. Ja, okay, dann machen wir schön geschmeidig nacheinander weg. Mach das mal. Ach so. Ja, guck mal durch die ganzen Dings. Mach ich. Achso, du meinst durch die Luken hier. Ja, willkommen. Wir kosten was. Und ich hatte jetzt mal was am Start hier. Hat jemand dieses Wochenende zufällig im PlayStation Network Probleme festgestellt? Ja, mit dem Einloggen ist es normal. Das ist zu kotzen. Die haben die zurückgesetzt, weil doch die ganzen Passwörter geklaut worden sind. Was? Und aus Sicherheitsgründen haben die ganzen Passwörter, wo sie denken, das ist ein Datensatz, der geklaut worden ist von den Hackern, haben sie aus Sicherheitsgründen zurückgesetzt. Ja, dann müssen sie aber wenigstens auch die Kunden informieren, oder? Hatten sie eigentlich. Also ich wurde nicht informiert, ich kann mich nicht einloggen. Da kommt dann immer Fehler XY. Aber du hast recht, ich wurde auch über eine Drittquelle. Aber das könnte eventuell auch am PS4-Lunch liegen, oder? Nee, die hatten es zurückgesetzt. Die hatten die Passwörter zurückgesetzt. Weg! Rausgehen! Also du musstest ein neues Passwort reindrücken, ne? Oder kommst du bloß nicht rein? Nee, ich komme überhaupt nicht rein. Also wenn du die PlayStation startest, dann sagt er ja hier, ich habe mich jetzt angemeldet. Und dann kommt, konnte nicht einloggen, Fehler, bla bla. Achso, und dann hast du ein neues Passwort dir gegeben, oder? Nein. Achso, es ging jetzt wieder, oder was? Nein. Nee. Oh, ich gebe mir also aber auch kein neues Passwort, bis mir Sony sagt, dass da irgendwas nicht richtig war. Also ich habe es, wie gesagt, in mehreren Foren gelesen, dass Sony die Passwörter zurückgesetzt hat, wo sie denken, das könnte gestohlen worden sein. Mhm. Tja, also wie gesagt, ich habe noch keine E-Mail von denen bekommen oder sowas. Gut, dann befreit mich mal langsam. Oh, ja, wir sind ja schon willkommen auf meinem Schiff der wandelnden Seelen. Brich den Fluch meines Freundes und lass uns gehen. Es gibt nur einen Ausweg, weil das auch immer spricht. Das war der Geist, aber das stand nicht da. Ja. Gorva erscheint. Yeah, ich bin der Rocker. Gorva jetzt voll auf die Mütze. Ja, ich glaube, der war sogar schwer. Also ich glaube, das war hier mal so ein schwerer Boss. Weil die letzten, die konntest du ja relativ schön nur 40. Weg. Ich glaube, da müsst ihr was anderes machen, nur. Das lohnt nicht. Also die letzten, die konnte man ja immer schön wegraschen, ne? Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass man hier auch mal sterben kann. Das ist so ein Boss, wo du mal sterben kannst. Also ich weiß nicht, ob ich nicht mal gestorben. Du kriegst Yeah, Kibbel freut sich darüber. Ich hab Angst, allein hier. Kibbel, benutzt Tackle, um den Geist kaputt zu hauen. Jetzt könnt ihr das Medaillon einsetzen. Jetzt werden wir, genau. Damit er wenigstens noch ein bisschen Damage kriegt, auch wenn es länger dauert. Ja. Schattenmünzenlord. Genova.
Der lookt aber ganz witzig. Geisterstraße. Und Blubberblasenallee. Bäm. Ja, ja. Kibbel braucht auch mal wieder einen Bonbon. Ja. Braucht er. Gib mich die Bonbon, Alter. Gib mich die Bonbon. This is the Bonbon. Tja, wir können jetzt hier nicht mitten im Kampf aufhören, oder? Nein. Okay. Stille. Aber wir können schon mal Tschüss sagen. Wir machen genau da kalt, wo der explodiert. Wenn wir es schaffen. Wenn wir es bringen. Also wir machen, also wir können ja schon Tschüss sagen, wir machen Cut dann nur, wenn er explodiert. Mhm. Und dann machen wir Aufnahme, wenn es dann weitergeht im Text. Kann ich dieses Teil da wegmachen mit diesem Radieschen? Ja, das kannst du wegmachen, du bist stumm, Heilkraut. Stumm, oh mein Gott. Jetzt kannst stumm du mich mal. Aber es ist eigentlich bloß, dass du wieder zaubern kannst. Jetzt den Debugger anmachen und gucken, wie viel HP der noch hat, ja. Oh, das ist Säure regelt. Kibbel ist auch wieder bonbonfähig. So. Ich hab noch nicht mehr so viel. Hm. Ich glaub, das ist auch, das hat. Sollen wir wieder Münze machen? Und wenn du was? Komm rein, Rill. Komm rein. Die Schnauze. Obwohl, eigentlich die Münzen können sie mal machen, wenn er oben lang spielt, aber na gut. So, hab keine Ahnung, wie lange es noch dauert. Oh, er hat mich schon wieder stumm gemacht. Ja, das ist egal, weil im Grunde kannst du da bloß nicht zaubern, aber Items kannst du ja trotzdem machen. Und du hast ja noch keinen großen Zauber. Deswegen kein großer, überhaupt kein Zauber. Ich mag aber diese komischen Lange. Du bist auch stumm. Ah. Jetzt kannst du zum Beispiel das einsetzen. Das sind voll der dumme Scheißgegner. Ja. Ja, das musst du schon wegschauen. Aber der sieht cool aus irgendwie, finde ich. Ja, jetzt muss man so ein Trompetchen und jetzt seid ihr tot. Ja, der zieht übelst ab. Da muss man echt aufpassen, so ein Sternringer. So, Mary. Kannst du ja eine Schokolade nehmen. Statt ein Bonbon. Schokolade? Lohnt sich fast. Nein. Nee, es lohnt sich doch fast. Ansonsten verschwindest du nur auch nur. So ist hin wie her. Schokolade. Yum, yum, yum. Schoki, Schoki. Bam, bam, bam. Kibbel, Schokolade. Yes. Was? Hab ich jetzt zu viel zum richtigen Wahnsinn? Nee, du warst auf 88, du hast 40 verloren. Ja, ich habe extra noch kurz gewartet damit. Das hat jetzt perfekt gepasst, ja. Zaubersperre. Wir zaubern den ganz schön ins Gesicht, zaubern. Ja. Aber jetzt können sie wieder Zauber machen. Die letzte Münze. Wird gewonnen. Die muss das jetzt bringen, Leute. Ja, die muss ihn jetzt töten. Komm, stirb! Also ich sage noch zwei Durchgänge. Zwei Durchgänge. Also einmal, dass er zweimal unten lang nochmal macht, wetten. Früher war es so, du musst dem Gegner einfach dreimal auf den Kopf springen. Super Mario. Rockomania. Höllenaura. Ich glaube, ich bin hin. Gut. Kannst du doch nicht dahin quatschen. Soll ich mal eine Runde Bonbons? Nein. 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 Es ist wieder da. Hallo. 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 Warum spielt ihr nicht mehr? Es läuft doch. Was? Ja, bei mir läuft es noch weiter. Bei mir hängt es, ich kann nichts machen. Scheiße. Oh, das ist doch zum Kotzen hier. Geht's im Kampf? Also, wir sehen uns im nächsten Part, würde ich mal eben sagen. Also bei mir seid ihr gerade gestorben. Aber dann. Gut. Wir haben diesen Geist nicht besiegt. Ja, dieser Sieg, das war ein leichter Gegner und wir sehen uns im nächsten Part, ne? Alles klar. Macht's gut, bis dahin und tschaußen.